Willkommen zurück bei Sea of Stars, wo ich mich immer noch mit Cyborg Serai, da komme ich irgendwie nicht drüber weg, dass Serai ein Cyborg ist, jedenfalls mit Cyborg Serai durch die Fabrik kämpfe, um das Rätsel zu lösen. Also, nach dem Intro geht's weiter. Okay, da sind wieder die Alarmscanner. Okay. Es ist unwahrscheinlich technisch. Ich bin hängen geblieben. Nein. So, alle zusammen. Fluchschild, also nicht Flucht, sondern Fluch. So, Schild zusammengebrochen, sehr schön. Ja, ich habe die Dings nicht, Scheibenkleister. Oder doch, Skills, Giftsalbe. Hm, gucken wir mal, ob wir den Schild brechen können. Also das Schloss. Cybererz erhalten.
So, Cybererz, Leistungseinheit, Blaupausendisk. Gib alles. Verarbeitung läuft, System gestartet. Cybergeflecht, Batterie fertig, unterwegs zum Aufzugsraum. Bitte für sichere Handhabung Laserkran benutzen. Aufzug aktiviert. Der Aufzug ist aktiv. Fabrik verlassen. Okay, was haben wir jetzt hier? Das sieht wild aus. Repin, das ist die himmelblaue Weite. Himmelblaues Reservoir. Dann gucken wir mal, welche Fische es hier gibt. Irgendwie klingt das wie Stardew Valley. Ich weiß auch nicht. Okay. Dann werden wir mal gucken. Aber hier angelt man auch in diesem trüben Industrieschleim. Wahnsinn. Du hast einen Siliziumschwamm gefangen. Uah. Ob das schmeckt? Du hast einen Cyber-Einsiedlerkrebs gefangen. Du hast eine Spulenflunder gefangen. Ich den Fisch nicht, den ich noch haben will, oder wie? Muss ich denn jetzt wirklich alle fangen, um
Ist denn hier noch einer, der anders ist? Ich kann Fisch ohne Ende machen jetzt. Ja, eine Laserquappe. So, da haben wir alle. Schön. Dann schauen wir uns mal an, wo Serai wohnt und wie schlimm es den anderen geht. Ach, guck mal, hier ist das alles so Stromleitungen da im Wasser. Repina. Oha, das sieht aber echt mies aus hier. Mein Haus ist ganz oben. Dort können wir Lehne schmieden. Gastwirt, wollt ihr rasten? Jo. Ich habe gar keine Geschichten für unsere Geschichtenerzählerin gefunden bis jetzt. Oh Mann, ich würde die Leute so gern ein wenig aufheitern. Es ist, als wäre ich außer Serai der Einzige, der noch ein wenig Energie hat. Aber ich bin kein Kämpfer. Ihr kommt aus einer anderen Welt, oder? Kennt ihr dort Spiele? Räder. Hey, das klingt tatsächlich lustig. Ich wette, wir sind die einzige Band mit einem Geist. Ja, das hatten wir alle schon. Okay. Wir tragen keinen Frieden mehr im Herzen. Oh, sind die alle gefrustet, hä? Eine Regenbogenschecke, die war gut versteckt. Keine Ahnung, ist das so eine Art Waschsalon? Keine Ahnung, was das ist, ja. Jemand muss es gewusst haben. Was? Serai, warum kehrst du zurück? Warum? Sie haben uns zu viel angetan. Einmal Datenstreifen gefunden. Okay, damit können wir nichts anfangen. Wahrscheinlich für die Unterstützerin oder sowas. Hm. Händler oder was haben wir hier?
Okay, Adamantherz. 8 Gold. Adamantstab. Biegsame Weste für beide. Oh, 129. Nano-Injektor 309. Okay, was steht da jetzt? Ein Implantat für Sera, das ein Stern von Verbündeten entfernt, die in den K.O.-Status versetzt wurden. Ja, super. Das macht richtig was aus, ja. Okay, damit muss ich wohl noch ein bisschen warten dann. Regenbogenschnecke. Mit mächtiger Verschlüsselung versiegelt. Eine Schrift könnte helfen. Okay. Arme Ritter. Okay. Na, das ist Gals. Okay, verkaufen was. Das sieht doch schon viel besser aus. Wie kann ich nur weiterleben, ja? Seras Haus hat einen Computer. Guten Morgen, Cedric. Guten Morgen, Serai. Ich sehe, deine Suche nach Kriegern der Sonnenwende in anderen Welten war erfolgreich. Chancensteigerung drastisch. Wie ist der Status quo? Mond immer noch versunken, Sonne von Wolken blockiert. Flashmancer bewohnt immer noch unerreichbares Schloss. Aktive Bedrohung, Eremit der Schmerzen. Vorkommnisse? Flashmancer-Aktivität vor einigen Tagen erkannt. Flashmancer ging kurzzeitig in andere Welt. Kehrte mit neuem Monsterleutnant namens Elysan Darel zurück. Erlina! Konfrontation mit Elysan Darel nicht empfohlen.
Das werden wir noch sehen. Empfohlene Aktion: Eremit der Schmerzen mit Hilfe von Kriegern der Sonnenwende besiegen. Empfohlene Aktion bei Erfolg: Himmelsbasis erreichen, um Wolken zu vertreiben und Sonne und Mond zu verbinden. Irgendwie sieht die total komisch aus. Aber wie kommen wir dorthin? Bericht: Erforschung der himmelblauen Weite während deiner Abwesenheit fortgesetzt. Und schwache Energie erkannt, stimmt mit alten Aufzeichnungen über die Toten eines vergessenen Volkes überein. Oh, oh, Reshan, na, was ahnst du? Angebliche Erbauer des Tempo-Kugelnetzwerks. Eventuelle Möglichkeit, es wieder zu aktivieren. Analyse von Schienen und Rampen bestätigt Tempo-Kugelnetzwerk als mögliche Route zur Himmelsbasis. Empfohlene Aktion: Erkundungsdrohne durch himmelsblaue Weiten folgen und Signal untersuchen. Erfolgsanalyse: gering. Immerhin ein Hinweis. Anwesenheit von Dienern der Königin ehemals bestätigt. Konfrontation vermutlich unausweichlich. Keine Sorge, sie können kämpfen. Wirklich. Sonde kalibriert, piept schneller, um wichtige Objekte anzuzeigen. Viel Glück. Sonde erhalten. Die himmelblaue Weite. Oh nein, nicht schon wieder so ein Erkundungsdrama. Könnten sie dort wirklich irgendwo sein? Und vielleicht sogar am Leben? Eine Sache noch, Cedric. Ja, Meisterin. Ich will, dass sie sehen, was sie erwartet. Den Eremiten der Schmerzen? Zeig ihn uns. Entsende Drohne. Volk. Wir werden das Ding erledigen. Natürlich. Krieger der Sonnenwende zeigen Emotionalität, könnte Leistung negativ beeinflussen. Empfohlene Aktion: Einatmen. Keine Sorge wegen uns, das Monster bekommt, was es verdient. Empfohlene Aktion: Ausatmen. Danke, Cedric. Es hat er gebraucht. Endlich lernt er mal, wie man ein- und ausatmet. Sauber. Ja. Okay, erst muss der Mond scheinen. Wir brauchen euch zwei in voller Stärke dafür. Die himmelblaue Weite liegt östlich von Rapin. Hoffen wir, dass uns das, was wir dort finden, weiterhelfen kann. Peaks? Geht vor, ich möchte mit Cedric sprechen. Ich komme später nach. Ist ja schon klar, Mädel, dass du mit einem Computer redest. Entschlüsselungskonsole online, bitte verfügbare Datenstreifen vorweisen. Entschlüsselung erst mit weiteren Datenstreifen möglich. Empfohlene Aktion: mehr Datenstreifen finden.
Oh, das sind hier sogar Kinder, oder? Ich will meinen Verstand zurück. Er sucht mich immer noch im Traum heim. So, das bietet sich aber an, die Folge zu speichern. Ich würde sagen, schaltet wieder ein, wenn es morgen wieder heißt Sea of Stars. Und danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.